Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check am Freitag. Und unser DAX-Experte heute ist Markus Hondrich, Chefredakteur von Der Aktionär. Markus, schön, dass du da bist. Hallo, Annika. Draghi hat ja gestern den Anlegern etwas die Laune verdorben. Die erhofften Impulse von der EZB, die sind nämlich ausgeblieben. An der Geldpolitik wird sich ja vorerst erstmal nichts tun. Aber wie schätzt du denn jetzt die aktuelle Lage an den Märkten ein? Das ist richtig. Vielleicht noch mal kurz zu Draghi. In meinen Augen hat er ja eigentlich clever reagiert, weil wenn er ja die Laufzeit des QE-Programms quasi verlängert hätte, hätte er sich ja für späteren Zeitpunkt eigentlich sämtliche Optionen genommen. Insofern hat er eigentlich richtig reagiert. Die Enttäuschung des Marktes ist natürlich klar. Man hat eigentlich erwartet, dass er die Laufzeit seines QE-Programms erweitern wird. Insofern gehen die Märkte ein bisschen auf Tauchstation, aber nicht jetzt so, dass man jetzt gerade wieder Angst haben müsste. Kam natürlich heute natürlich wieder die eher schlechte Nachricht vom Statistischen Bundesamt, dass die Exporte in Deutschland mit 10% rückläufig waren im Juli. Eine Kennzahl, die jetzt nicht unbedingt super für die deutsche Exportwirtschaft ist, logischerweise. Und gerade auch die jetzt hier im DAX stark vertretene Automobilindustrie, das sind natürlich Zeichen, wo man vielleicht auch als Investor etwas vorsichtig ist und dann gerade jetzt vor dem Wochenende am Freitag dann im DAX keine größeren Positionen mehr aufbaut. Ich denke, dass das heute nichts mehr wird mit einem Plus im DAX insofern. Aber man muss eigentlich wichtige Marken gibt es hier bei 10.450. Die sollte eigentlich nicht nach unten durchbrochen werden. Momentan sieht es auch so aus, als ob sich der DAX hier auf diesem Niveau halten kann. Grundsätzlich ist übergeordnet dieser flache Aufwärtstrend noch intakt, wenn man hier diesen Trendkanal zeichnen, ein bisschen gerade zeichnen könnte. Hier haben wir noch ein bisschen Platz nach oben, aber natürlich auch das Risiko nach unten. Die 200-Tage-Linie läuft bei aktuell 10.060 Punkten etwa. Das wäre aber das Worst-Case-Szenario für mich, wenn jetzt diese 10.450 Punkte mal nach unten durchbrochen würde. Nach oben muss es natürlich dieses alte Hoch bei 10.750 herausgenommen werden, um ein neues Signal zu liefern. Momentan sehe ich also ganz klar, hier gibt es nichts zu mäkeln eigentlich. Wir haben eine ganz normale Konsolidierung auf einem relativ hohen Niveau. Also hier ist kein Grund zur Sorge. Wir schauen uns das Ganze auch nochmal im 6-Monats-Chart an. Hier, wie gesagt, die Unterstützungszone 10.450. Hier besteht natürlich schon die Gefahr, dass wir hier möglicherweise ein kleines Doppeltop haben können, was diesen Aufwärtstrend hier beenden könnte. Die Triggerlinie wäre die 10.450 und dann, wenn man das Ganze nach unten klappt, wären wir etwa auf der 200-Tage-Linie als potenzielles Kursziel. Aber auch das wäre vom übergeordneten Aufwärtstrend her kein großes Negativsignal. Wie gesagt, man muss aber die einzelnen Marken im Auge halten. Nach unten 10.450, nach oben 10.750. Was sollten jetzt Anleger deiner Meinung nach tun, so kurz vor dem Wochenende? So kurz vor dem Wochenende sich mal aufs Wochenende vorbereiten grundsätzlich. Ich würde heute im DAX keine Positionen neu aufmachen, es sei denn, es gibt neue Signale, glaube ich aber nicht dran. Wir sind insgesamt sowieso übergeordnet long investiert im DAX. Wir haben da einen Turboschein im Markt. Ich würde diesen Turboschein wieder kaufen, wenn die 10.750 nach oben durchbrochen wird. Dann würde ich auf der Long-Seite aktiv werden. Sollten wir die 10.450 nach unten durchbrechen, Long-Position schließen und kurzfristig vielleicht auf die Short-Seite wechseln. Markus Hondrich, vielen Dank für den Überblick. Gerne. Liebe Zuschauer, das war es auch mit dem DAX-Check am Freitag. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann am Montag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets.